Also das ist jetzt eine Geschichte, als ich 18 Jahre alt war. Ich war 18 und reiste mit meiner Mutter in ihr Heimatland Polen nach Warschau, wo sie das Gymnasium besucht und die Matura abgelegt hatte. Ich war aufgeregt, meine erste Reise in ein sozialistisches Land. Zwar kannte ich von Urlaubsreisen Jugoslawien, aber das war nicht so richtig sozialistisch. Polen hingegen schon. Ich war begierig, junge Leute kennenzulernen, junge Sozialisten, die gewiss ganz anders waren, freier, engagierter, idealistischer als wir, die wir vom konsumversessenen Kapitalismus deformiert waren. Wir wohnten bei Jadża, einer ehemaligen Schulfreundin meiner Mutter, und alles, was ich sah, gefiel mir. In Erinnerung geblieben sind mir bloß die mehrere Meter lange Telefonschnur und Jadżas unendlich langen Telefongespräche. Im Kapitalismus mussten wir stets die Telefonrechnung im Blick haben. In einem Café, das ich mit Jadża, ihrer Tochter, in meinem Alter und meiner Mutter besuchte, kam ich mit einer Gruppe von Leuten ins Gespräch, von denen einige bestimmt wesentlich älter waren als ich. Ich war selig über diese Begegnung und bereit, auf jeden ihrer Vorschläge einzugehen. Sie luden mich für den nächsten Tag zu einer gemeinsamen Unternehmung ein und ich fragte nicht nach. Die Gruppe bestand aus mehreren Männern und einer Frau. Diese ist mir im Gedächtnis geblieben. Sie hatte pechschwarzes Haar und einen mondänen Pagenschnitt. Man gab mir eine Adresse, an der ich mich am folgenden Tag einfinden sollte. Es war eine spärlich möblierte Wohnung in einem Hochhaus. Die Leute vom Vortag waren schon da, als ich eintraf. Man sprach Polnisch. Und plötzlich waren sie alle weg. Mit einem Schlag verschwunden. Die Tür fiel ins Schloss und ich war allein mit einem Mann. Er sprach nur Polnisch und Bulgarisch. An eine verbale Kommunikation war also nicht zu denken. Doch was er von mir erwartete, verstand ich. Ich wollte nicht. Er warf mich auf die Couch. Ich schrie. Er gab mir eine Ohrfeige und schloss das Fenster. Ich redete auf ihn ein, aber wir hatten keine gemeinsame Sprache. In meiner Erinnerung war das Schlimmste, mich nicht verständigen zu können. Ich glaubte an die Macht des Wortes. Vergewaltigungsopfer werden heute Überlebende genannt. War ich mir einer Lebensgefahr bewusst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich blitzschnell überlegte, eiskalt kalkulierte. Er war eindeutig stärker als ich. Um weitere Gewalt abzuwenden, erschien mir Mitmachen das Ratsamste. Ich hatte meine Tage und den Zugang zu meinem Inneren mit einem Tampon verschlossen. Vor der großen Gefahr, die damals in der Vorpillenzeit wie ein Damoklesschwert über jeder Penetration hing, war ich also geschützt. Er konnte nicht in mich eindringen. Dass er mich bei dem gewaltsamen Versuch schwer hätte verletzen können, kam mir nicht in den Sinn. Moment. Entschuldigung. Meine Rechnung ging auf. Was er wollte, gelang ihm nicht. Und er begriff nicht, warum. Ich kann mich nur an einen einzigen Satz erinnern, den ich seltsamerweise verstand. Ist das die österreichische Leidenschaft? Vielleicht sagte er sogar Deutsche. Er war sich also nicht bewusst, dass er dabei war, ein junges Mädchen zu vergewaltigen, schien das Geschehen für einvernehmlich zu halten. Damals wurde ein Nein in den meisten Fällen für ein Ja gehalten und bisweilen war es ja auch wirklich so. Ein anständiges Mädchen sollte immer ein Nein vortäuschen, ehe es sich verführen ließ. Keinesfalls durfte eine junge Frau den Eindruck erwecken, leicht zu haben zu sein. Nach der damaligen, bestimmt auch polnischen Rechtsprechung, war das, was mir in Warschau widerfuhr, auch tatsächlich keine Vergewaltigung. Der Geschlechtsakt wurde nicht vollzogen, ich hatte kooperiert, äußerliche Spuren des Geschehens waren nicht vorhanden.
Nach erfolglosem Bemühen begab sich der Mann schließlich frustriert ins Badezimmer und blieb dort längere Zeit. Ich zog mich an. Schließlich brachte er mir eine Tasse Tee und schickte sich an, sich mit Handschlag von mir zu verabschieden. Ob ich ihm tatsächlich die Hand reichte, weiß ich nicht mehr, halte es aber durchaus für möglich. Ich war ein gut erzogenes Mädchen. Ich ging. Benommen setzte ich einen Fuß vor den anderen die Treppe hinunter und machte mich auf den Weg zur Adresse, an der mich meine Mutter erwartete. Wie fühlte ich mich? Ich erinnere mich an ein gewisses Triumphgefühl. Ich war unbeschädigt geblieben und hatte ihn ausgetrickst. Der Gedanke, dass es nicht um Sex ging, leuchtete mir schon damals ein. Vielleicht war es ein Racheakt eines Polen gegen eine Deutsche. Meine Mutter war zu Besuch bei Schulfreundinnen. Ich klopfte, grüßte, täuschte Müdigkeit vor und bat darum, mich hinlegen zu dürfen. Man verwies mich auf eine Couch im Nebenzimmer, auf der ich unverzüglich in tiefen Schlaf fiel. Meine Mutter fragte mich nicht, was ich mit den Leuten unternommen hatte, und ich habe ihr nie von dem Ereignis erzählt. Wieder in Wien traf ich mich mit meinem Freund. Er war überzeugter Katholik und wir hatten eine sehr keusche Beziehung. Wahrscheinlich hatten wir beide Angst vor den möglichen Folgen. Wir kuschelten und küssten uns und er las mir Hölderlin-Gedichte vor, die mich nicht sonderlich interessierten. Wirklich verliebt war ich nicht in ihn, aber ich hatte Vertrauen und erzählte ihm, was mir in Polen zugestoßen war. Seine Reaktion traf mich wie ein Schlag. Eine Frau, die nicht will, kann man nicht vergewaltigen. Darauf sagte ich nichts mehr und er stellte keine weiteren Fragen. Ich vergaß den Vorfall, total verdrängt, bis er mehr als 10 Jahre später plötzlich aus der Erinnerung auftauchte, in der Frauenbewegung. Dass mich das Ereignis traumatisiert hat, kann ich nicht behaupten. Ich war, wie gesagt, intakt geblieben. Die erlittene Gewalt hatte sich auf eine Ohrfeige beschränkt. Ich zog aus dem Erlebnis keine Konsequenzen, verhielt mich nicht vorsichtiger, lehnte es ab, mir meine Verletzlichkeit als Frau zu gestehen und entsprechend zu handeln. In der Frauenbewegung lernte ich, über das Erlebte zu sprechen und begann zu begreifen, dass Gewalt im Streben der Frauen nach Gleichheit und Selbstbestimmung von zentraler Bedeutung ist und dass die Debatte um sexualisierte Gewalt unseren Kampf von der ersten Frauenbewegung unterschied. Wir hatten das Wahlrecht, wir hatten kostenlosen Zugang zu Schulen und Universitäten, selbst die Liberalisierung des österreichischen Abtreibungsparagrafen 144 stand bevor. Doch die allgegenwärtige Gewalt in den Körpern und Seelen der Frauen wirkte wie ein schleichendes Gift, das sich unter diese wunderbare Chancengleichheit mischte und sie gründlich verdarb. Solange Mütter wie meine es getan hatte, ihren Töchtern einschärfen, die Knie in der Straßenbahn zusammenzupressen, ohne zu erklären warum, würden wir das gefährdete Geschlecht bleiben. Jetzt nur noch kurz dazu, das war ein Text, den ich Mitu Sanyal, die ein Buch über Vergewaltigung geschrieben hatte und mit der ich ein Interview führen wollte, als Vorbereitung auf das Interview zugeschickt habe. Und sie sagt auf die Frage, wie reagierst du denn auf diese Geschichte, Folgendes. Es ist eine krasse, aber auch sehr alltägliche Geschichte. Neben all den Fragen, die sich mir sofort aufdrängen, was hat er zur Polin mit dem schwarzen Pagenkopf gesagt? Kannst du mir ein Date mit dieser schönen jungen Frau organisieren? Oder der Deutschen werde ich es zeigen? Besticht daran vor allem deine Klugheit und Wehrhaftigkeit. Du hast eine Situation, in der du keine Chance hattest, in eine gewendet, in der du das Bestmögliche getan hast. Und dann kommt alles, was danach kommt. Ich kenne diese Situationen, in denen man nicht sprechen kann. Nicht, weil jemand es verboten hat, sondern weil es undenkbar war.
und das Vergessen und Erinnern, das mit dem Sprechen und dem Schweigen einhergeht. Das Herzzerreißende an dieser Geschichte ist ihre Alltäglichkeit. Dankeschön für den Teil. Sie schreiben ja in der Stelle, dass Sie nicht traumatisiert waren, dass Sie sogar auch eine Zeit lang das Ereignis vergessen hatten. Wie war das denn, das jetzt aufzuschreiben? Oder hatten Sie bereits vorher über die Situation geschrieben? Hat sich das dann nochmal anders angefühlt? Ja, ich habe in der Frauenbewegung gelernt, darüber zu sprechen, über die erlittene Gewalt zu sprechen, zueinander und dann aber auch öffentlich, war ein wesentlicher Teil unserer Selbstfindung. Und ich habe in Österreich auch an einem Club 2 teilgenommen. Das war einer der praktisch legendären Vorläufer der Talkshows von heute. Und da hatte ich, muss man fast sagen, das Glück, als Diskussionspartner einen Polizisten zu haben, der in der Hitze des Gesprächs gesagt hat, es gebe gar nicht so viele vergewaltigungsbereite Frauen wie es vergewaltigungsbereite Männer wie es vergewaltigungswillige Frauen gibt, ja. Und diese Bemerkung ist ihm allerdings nicht gut bekommen, weil der ORF wurde überschwemmt von Anrufen empörter Frauen. Der Mann hat Auftrittsverbot gehabt und ich bin eine kurze Zeit lang berühmt geworden. Also nicht, weil ich über das, was ich gesagt habe, also ich habe über die Geschichte erzählt im Fernsehen, sondern darüber, was er entgegnet hat. Und ich habe, glaube ich, sehr gut verarbeitet, was mir alles im Laufe meines Lebens widerfahren ist und was mich ja auch zur Feministin gemacht hat. Und das aufzuschreiben war für mich keine große Anstrengung. Wir hatten in der letzten Zeit ja auch wieder eine starke öffentliche Debatte über Vergewaltigung, über den Hashtag MeToo haben viele tausende Frauen auch sehr persönliche Erlebnisse geteilt. Was würden Sie sagen, hat sich was in der öffentlichen Debatte über dieses Thema verändert, wenn Sie jetzt vergleichen, so 70er Jahre jetzt, und wenn sich etwas verändert hat, dann wie würden Sie das in Worte fassen? Also ich glaube, dass das Ausmaß der Gewalt und der sexuellen Belästigung sich nicht verändert hat. Also das war, als ich diese MeToo-Debatte verfolgt habe, auch für mich ein Schock, weil ich doch gedacht habe, dass sich etwas verändert hat. Ja? Aber was sich verändert hat, war, dass Frauen öffentlich darüber sprechen. Ja? Also mein Bericht im österreichischen Fernsehen über eine Vergewaltigung war schon was Sensationelles. Und ich sehe es nicht so, dass diese Frauen, bei MeToo sich gemeldet haben, sich zu Opfern als Opfer aufspielen, sondern das ist eine ungeheure Selbstermächtigung, öffentlich darüber zu sprechen und mit dem eigenen Namen darüber zu sprechen. Und das, denke ich, ist der große Unterschied. Und der Unterschied ist, dass generell nicht mehr hinterfragt wird, dass es Gewalt gibt. Ja? Also sexuelle Belästigung ist so ein Randphänomen, wo es dann heißt, naja, also wo ist die Grenze zwischen Flirt und sexueller Belästigung? Aber generell weiß man das, und das wusste man in meiner Zeit nicht. Wir mussten erst erklären, dass es das gibt, und bewiesen wurde es erst, als die Häuser für vergewaltigte Frauen und für misshandelte Frauen eröffnet wurden. Wurden die Frauenhäuser, und die sich ganz schnell gefüllt haben, und damit konnte man das nicht mehr leugnen. Ne? Aber es hieß einfach, das gibt's nicht. Ja? So wie ja auch die Debatte über sexuellen Missbrauch, die ja erst etwas später gekommen ist, eine Zeit gedauert hat, bis das in den Köpfen der Leute angekommen ist, dass das eine alltägliche Begebenheit ist. Und ich denke, grundsätzlich der Unterschied ist, dass die Frauen viel selbstbewusster geworden sind, sich wehren, öffentlich sprechen,
Das ist der Unterschied, also praktisch ein kultureller Unterschied. Das finde ich ist ja das Tolle an Ihrem Buch, dass ich habe das Buch auch für die Taz rezensiert, deswegen ist dieser Punkt jetzt für Sie wahrscheinlich keine Überraschung. Tolle Rezension. Es war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass Sie das waren. Ich war begeistert, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich wurde verstanden in meiner tiefsten Seele. Ja, schön, das freut mich. Genau, und ich steige in der Rezension damit ein, dass ich so toll daran finde, weil ja oft eben dieser Unterschied aufgemacht wird zwischen den alten Feministinnen und den jungen Feministinnen. Und Sie zeigen in dem Buch, dass es ja eben Kontinuitäten gibt, auch in der Haltung, in inhaltlichen Fragen. Und trotzdem, Sie haben jetzt 9 Personen, 9 Protagonistinnen für das Buch gefunden, mit denen gesprochen. Diese Gespräche sind eben auch in dem Buch dokumentiert. Was würden Sie jetzt sagen, unterscheidet aber die Feministin heute von ihren Mitstreiterinnen damals? Naja, wir waren viel zaghafter. Wir waren erst auf der Suche. Einerseits waren wir ungeheuer radikal, also kam es uns damals so vor, wenigstens, weil das, was wir entdeckt haben, neu war. Und wir haben sehr viel Reaktion von den Medien bekommen und teilweise sehr aggressive, weil ja, die das einfach nicht wahrnehmen wollten, was wir da von uns gegeben haben. Aber andererseits waren wir auch wenige. Also das darf man nicht... Ich spreche natürlich jetzt immer von Wien, ja, das ist natürlich, die Dimensionen sind etwas kleiner. Wir waren aber wenige und haben viel Lärm gemacht. Ne? Heute ist, denke ich mir, jede junge Frau, die halbwegs im Kopf noch lebendig ist oder schon lebendig ist, muss ich eigentlich als Feministin bezeichnen. Und der Unterschied, es ist verfeinert, ja. Ich behaupte ja nicht, dass die Frauen, die ich da interviewt habe, sind ja 9, ja, ist ja nicht so viel. Das ist überhaupt keine repräsentativer Querschnitt. Ich habe mir die Frauen ausgesucht, die mich interessiert haben, ja, die mir aufgefallen sind in den Medien oder bei Veranstaltungen, und die denken alle viel, viel weiter, als wir damals gedacht haben. Wir mussten auch notgedrungen, also diese Polarisierung Mann, Frau, erstmal herausstellen, um überhaupt zu beweisen, dass es ein Patriarchat gibt und was das Patriarchat mit den Frauen anrichtet. Aber ich selbst als Tochter von Antifaschisten und einer jüdischen Mutter und von Flüchtlingen habe immer auch weitergedacht, ja. Aber für diese Frauen, die ich jetzt interviewt habe, ist es selbstverständlich, dass Rassismus mitgedacht wird. Das ist es selbstverständlich, dass auch weiße Frauen Rassistinnen sein können und dass wir viel unterschiedlicher sind, als wir damals gedacht haben. Also Sisterhood is powerful und alle gemeinsam, Frauen gemeinsam sind stark, das geht heute nicht mehr. Ne? Also das hat die Bewegung der schwarzen Amerikanerinnen und dann auch in Deutschland haben das klar gezeigt, dass es unter uns große Unterschiede gibt, und diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, denken das mit. Und eine hat auch einen iranischen Hintergrund, die Transgender-Frau hat auch einen iranischen Hintergrund, eine andere hat einen polnischen Hintergrund, Mithu Sanyal hat einen indischen, wobei es mir wichtig ist zu betonen, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, das hat sich einfach so ergeben, und das finde ich auch großartig. Ich finde die Auswahl, also genau, man könnte fast unterstellen, es wäre gecastet, weil ich habe die Person gelesen, dann irgendwann war so, ach, eine Ostdeutsche ist auch noch dabei, super. Also das ist eine tolle Vielfalt, die sich da in dem Buch zeigt. Und was das Buch auch stark macht, finde ich, ist, dass Sie natürlich einerseits sehr persönlich auch erzählen aus Ihrem Leben, aber eben auch sehr viel Raum geben und für die Frauen oder die Personen, die in dem Buch auch viel erzählen können und da auch sehr offen sind. Und wenn Sie kritisieren, dann auf eine sehr empathische Art und Weise.
ist mir so vorgekommen. Und war das ein Konzept, dass Sie gesagt haben, ich will jetzt einfach mal mit den Leuten sprechen und zuhören und verstehen? Oder hat sich das im Gespräch dann ergeben? Ja, das war ein Konzept. Also ich war einfach neugierig, ja. Ich habe mich längere Zeit nicht so sehr mit Feminismus beschäftigt. Nicht, weil er mich nicht mehr interessiert hat, aber weil sich ja im Grunde genommen so viel auch wieder nicht ändert. Und ich bin eine, die nicht das ganze Leben dasselbe machen kann, ja. Und es ist auch nicht mehr so leicht, wenn über Jahrzehnte immer dasselbe geschieht, sich auch so zu empören wie die. Deswegen ist ja die Energie und die Kraft, die muss von den Jungen kommen, die diese Möglichkeit der Empörung haben, weil es für sie neu ist. Aber ich war sehr neugierig und vor allem, ich hatte auch das Bedürfnis, endlich zu zeigen, dass es diesen Generationenunterschied zwar bei einzelnen Personen durchaus gibt, aber dass das nicht eine naturgegebene Notwendigkeit ist und dass ich diesen Generationenunterschied nie so empfunden habe. Und für mich ist das Tollste, was ich in meinem Alter erleben kann, ist zu sehen, das, was ich damals mit anderen angestoßen hat, das hat Früchte getragen und das lebt weiter. Ja? Und wenn die anders denken, die jungen Frauen, als viele von uns damals, ist das ja nur wunderbar. Ja? Das verletzt mich ja überhaupt nicht. Ne? Was ich mich aber gefragt habe, Sie haben diese ORF-Sendung, diesen Club 2, ja schon angesprochen. Da müssen ja so ein bisschen die Fetzen geflogen sein. Und einerseits finde ich das natürlich ganz toll mit dem Buch, dass es Verständnis gibt, dass aber auch Kritik geäußert wird. Aber was ich immer wieder höre, ist auch so ein bisschen so ein Wunsch nach Fetzen fliegen lassen. Also so nach Fetzen, sich so richtig streiten, auch im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen, wirklich auch so diese Debatten, wo man sich die Argumente an den Kopf haut oder so. Fehlt uns da was? Also haben Sie das Gefühl, das findet zu wenig statt? Oder? Also wir zwei oder zwischen den Generationen oder wie? Wenn Sie so den Fernseher anschalten, also ich habe so das Gefühl, das ist alles so sehr dosiert, auch feministische Kritik untereinander. Da gab es mal, es ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her oder so, dann so ein Streit öffentlich mit der Mädchenmannschaft und so, aber darüber sprechen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß also, schon, so jetzt weiß ich schon. Also die ich ausgesucht habe, passen zu mir und zu meiner Meinung. Aber es gibt eine ganz andere Richtung in der Frauenbewegung, die ganz anders denkt. Also jetzt muss ich ja doch den Namen alle Schwarze nennen. So wie sie denkt, ja, in dieser doch sehr starken Polarisierung, Mann-Frau und Frauen sind das Opfer, obwohl sie ja das absolute Gegenteil von Opfer ist, das denken auch viele junge Frauen. Ja? Also es gibt diesen Unterschied zwischen radikalen Feministinnen, die dann in meiner Wahrnehmung so radikal wieder nicht sind, und den Queer-Feminists, ja? Die Feministinnen, die einfach auch dieses Kontinuum von Mann und Frau viel flexibler sehen, ja, und die sind zum Teil reden die gar nicht miteinander. Also das Thema Prostitution und das Thema Transgender sind also wirklich Themen, wo schon sehr gefetzt wird, ne? Das Problem ist nur, dass das heutzutage vielfach über die sozialen Medien geschieht und dadurch der Hass noch viel größer ist und dass sich die Kontrahentinnen nicht in die Augen schauen, ne? Und und ich habe mir erzählen lassen, das ist auch in Österreich genauso, ne? Also, aber es wäre ja irgendwie erstaunlich, wenn es keine Unterschiede in den Positionen gäbe, ne? Ich habe gesehen, Sie sind auf Twitter. Reizt es Sie manchmal dann bei so Diskussionen dann doch?
auch mitzuschreiben, auch wenn es kein direkter Austausch ist? Also Twitter, ehrlich gestanden, ich bin zwar auf Twitter, aber da poste ich nur ab und zu Fotos. Ich kenne mich da nicht so recht aus, muss ich sagen. Ich wundere mich, auf Facebook bin ich aktiver. Ich wundere mich, dass ich eigentlich niemand mich aggressiv angeht. Ich bin das gar nicht gewöhnt, ja. Also ich habe das gern gehabt in meiner Jugend, ja. Und je mehr Gegenwind ich hatte, desto wohler habe ich mich gefühlt und desto besser wurde ich in der Argumentation. Aber ich glaube halt vielleicht, es kann ja auch wirklich sein, dass eine wie ich nicht mehr interessant ist als Diskussionspartnerin. Dass die, ich meine, ich gehöre halt irgendwie zum alten Eisen und dann wäre ich nicht mehr ernst genommen. Also mit diesem Buch habe ich mich wieder ein bisschen in den Vordergrund gedrängt, ja. Wir strahlen ja hier live ins Internet aus. Sie könnten jetzt sagen, worüber Sie sich gerne mal so richtig streiten würden. Also welches Thema... Da würden Sie jetzt gerne mal einsteigen. Also das Thema Prostitution finde ich schon ein ungeheuer wichtiges Thema. Also nicht, weil ich jetzt so engagiert bin in der Hurenbewegung, sondern weil ich glaube, dass der Übergang von dem, was wir Frauen tagtäglich im Alltag leisten, an Vermarktung unseres Körpers und dem, was die Prostituierten tun, so groß auch wieder nicht ist. Und das schockiert manchmal Frauen wie Männer, ja. Okay, ist auf jeden Fall ein kniffliges Thema. Als Abschluss, Sie schreiben am Ende des Buches, ich verrate natürlich nicht alles, was am Ende steht, aber Sie schreiben, dass Sie froh sind, die kommenden Katastrophen nicht miterleben zu müssen, und dass die Frauen jetzt diese auch nicht verhindern könnten. Da dachte ich so, okay, ist jetzt nicht so ein blumiger Ausstieg. Aber vielleicht kriegen wir den hier hin. Was sind denn positive Entwicklungen, wo Sie sagen, okay, das findet jetzt vielleicht keine Kriegskatastrophe, aber das ist eine positive Entwicklung, die Sie sehen, die auch Zukunft hat. Ich meine, die Katastrophen brauche ich, glaube ich, nicht zu benennen. Wir haben jetzt diese Schülerinnen-Demonstrationen, also die Kids, die wissen das besser als ich, was da auf uns zukommt. Und dann natürlich ist der Rechtsnationalismus und die faschistoiden Tendenzen, das ist einfach ungeheuer bedrohlich und das betrifft Migranten, also alle möglichen Minderheiten, inklusive Frauen, die also zusammen natürlich Mehrheiten sind, aber also ich glaube, es müsste ein Bündnis geben zwischen Frauen und Migranten und People of Color. Gibt's also nur marginal, ne? Weil es natürlich auch den Klassenunterschied gibt, den muss man ja auch berücksichtigen. Aber das Positive ist das Selbstbewusstsein. Die kulturelle Veränderung seit meiner Jugend, das Selbstbewusstsein der Frauen und der Widerspruch, der von Frauen kommt. Und natürlich ist auch positiv, dass immer mehr Frauen nach oben kommen. Ja? Also stellvertretende Chefredakteurin, das hätte ich mir in meiner Jugend niemals erträumt, dass ich so etwas werden könnte. Aber ich finde auch gut in dem Buch, dass Sie auch so ein bisschen kritisch sind mit diesem Karrierefeminismus, wo Frauen dann so Kurse machen, wie sie tiefer sprechen können und breitbeinig da sitzen und so weiter. Genau, es gab jetzt hier noch eine Frage aus dem Internet. Wir haben nur noch 3 Minuten. Es geht um die Thesen von Esther Villar. Da ist jetzt nicht Zeit, überhaupt Ihnen einen zu erklären, was die Thesen sind und dann noch zu hören, was Sie dazu zu sagen haben. Ich gebe die Ihnen einfach mit, die Frage. Das ist ein Rückblick in die Steinzeit des Feminismus. Auch interessant, aber vielleicht für den Moment jetzt können wir es ja mit diesem schönen Satz von Ihnen enden lassen.
dass wir zusammen Mehrheiten bilden können und auch sollten und dementsprechend den sich entwickelnden Katastrophen vielleicht gar nicht so pessimistisch entgegenblicken. Also ich bin grundsätzlich optimistisch. Das ist halt so mein Charakter. Und ich bin überzeugt, dass diese junge Frauengeneration, die ja mit ganz anderen Überzeugungen aufgewachsen ist als ich und mit einem anderen Selbstbewusstsein, dass sich die nicht mehr alles gefallen lassen werden. Hoffe ich. Hier geht's gleich weiter mit Jagoda Marinic, auch eine jüngere Feministin, im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Löwisch, dem Chefredakteur der Taz. Und ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch hier bei uns im Taz-Studio. Ich danke auch. Ich muss noch dazu sagen, ich bin ja eine langjährige Abonnentin der Taz und ich bin wirklich sehr froh, dass es die Taz gibt. Danke.